Leute, ich hoffe, es hat geschmeckt. Du siehst auch wieder gut aus. Jetzt nochmal reinbeißen. Nochmal ein Stückchen. Ja, vielleicht gleich nochmal. Kann ich nachher wieder schön abputzen. Das Ding ist bei ihm immer nur so, wir haben vorne noch so einen kleinen Brunnen. Da säuft er immer raus, aber der hat so eine raffinierte Technik, wenn er zu Hause ist, dann schmatzt er immer so komisch rum und dann weiß ich schon Bescheid. Dann haut dann nämlich noch immer so einen Klumpen raus und versteckt da irgendwo zwischen den Backen oder so. Ich weiß nicht, wie der Kerl das macht. Und zwischen den Pfoten. Ja, auch nochmal so ein halbes Kilo gebunkert. Mhm. Aber es hat einen Vorteil. Im Sommer gerade kann man ihn einfach in die Sonne stellen, dann trocknet es ein. Dann nimmt man die Bürste und dann ist alles schnell weg. Aber im Winter, wenn man sich das hier mal anschaut, da muss man schon zu härteren Mitteln greifen. Na, Chef? Ja.